Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der beliebten Kategorie Das Beste aus unserem 500 Rezepte Thermomix Kochbuch. Denn wir machen heute Lasagne und zwar die Lasagne Bella Barbara. In unserem Kochbuch, das ihr über Kindle oder auch viele andere Plattformen ja erwerben könnt, da stehen zwei Lasagne drin und die eine habe ich schon mal gemacht, die war sehr lecker, die Lasagne Bella Barbara, die mache ich heute für euch und wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Für Lasagne brauchen wir natürlich die klassischen Zutaten, Gouda, Hackfleisch, Suppengrün, Lasagneplatten und ich bin ehrlich, die beste, wirklich die beste Lasagne, die ich je in meinem Leben gegessen habe, die macht meine Schwiegermutter. Ich bin gespannt, ob das Rezept, was ich heute für euch vorbereitet habe, annähernd an den Geschmack rankommt. Wir beginnen, indem wir 200 Gramm Gouda, den ich bereits in Stücke geschnitten habe, hier im Thermomix zerkleinere. Ich frage mich immer, man kann ja natürlich auch schon geriebenen Gouda kaufen. Ist denn der geriebene Gouda teurer als der am Stück? Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, man kann das machen. Das sind ein paar Sekunden, so 5 bis 6 Sekunden auf Stufe 7. Und dann füllen wir das Ganze wieder zurück in das Schüsselchen. Ich glaube, wenn da jetzt noch so ein bisschen drin hängt, dann ist das nicht schlimm, aber wir brauchen den Topf halt eben gleich für die weiteren Arbeitsschritte. 1 Kilo Hackfleisch habe ich und das werde ich jetzt in der Pfanne anbraten. Ich weiß, wir haben hier einen TM6 stehen, in dem man theoretisch auch die Anbratfunktion nutzen kann. Ich weiß aber nicht, ob wirklich 1 Kilo Hackfleisch so angebraten wird, wie ich das gerne hätte. Außerdem gibt es viele von euch, die noch ein TM31 oder ein TM5 haben. Da kommt das eh nicht in Frage. Und ganz ehrlich, mich nervt es einfach auch, dass diese Anbratfunktion immer noch nicht wirklich freigeschaltet ist. Dass man da immer noch ein Rezept aus dem Cookido nehmen muss. Deswegen mache ich es in der Pfanne. Da weiß ich, wie es schmeckt. So, wie man Hackfleisch anbrät, ist wahrscheinlich jedem klar. Etwas Öl in die große Pfanne, dann das Hackfleisch rein und das Ganze wird krümelig gebraten. Ich würze das dann auch gleich noch, wenn das hier anfängt zu braten. Ich könnte das natürlich auch vorher schon würzen, aber ich mache das immer dann gleich in der Pfanne. Würzen tue ich mit folgenden Dingen. Ich habe hier Majoran ein bisschen, ich habe ein bisschen Thymian, ich habe ein bisschen Paprika, bisschen Oregano, dann haben wir noch Paprika rosenscharf, Pfeffer und Salz dazu. Wie gesagt, ich brate das jetzt an und dann geht's weiter. Also ich habe gerade noch mal nachgeschaut, man kann im TM6 irgendwie so 300 Gramm Hackfleisch anbraten, theoretisch. Ja, aber das halt eben auch nur über diese Cookido Rezepte. Und wir haben das ja schon mal probiert, das dauert ewig und deswegen mache ich es echt am liebsten in der Pfanne. So, während das Hackfleisch brät, können wir schon mal den Knoblauch im Thermomix zerkleinern. Das sind 3 Zehen, die machen wir natürlich Stufe 5, 5 Sekunden, das übliche halt. Dann habe ich hier ein Suppengrün, das habe ich ebenfalls schon in Stücke geschnitten. Das können wir auch schon mal hier reinmachen und nochmal zerkleinern, 5 Sekunden, Stufe 5. Und als letztes habe ich noch 2 große Gemüsezwiebeln, die habe ich schon mal geviertelt. Die kommen ebenfalls hier rein und werden ebenfalls in Stufe 5 zerkleinert. Muss ich jetzt mal ein bisschen rühren, dass das hier ein bisschen einfacher ist. Eine Dose Tomaten habe ich noch, die kommt ebenfalls noch hier rein. Außerdem Rotwein, 500 Milliliter.
Und all das wird jetzt 10 Sekunden Stufe 6 miteinander vermischt. So, und jetzt habe ich einen klitzekleinen Fehler gemacht, denn das ganze Zeug soll jetzt zum Hackfleisch in die Pfanne. Das wird etwas schwierig. Ich hätte von Anfang an die große Pfanne nehmen müssen. Aber ich habe hier keine wirklich große Pfanne. Ich habe nur das hier. Und dann machen wir das halt so. Da fülle ich das jetzt alles rein. Das Hackfleisch haben wir halt eben zwei Pfannen benutzt. Und unsere Soße oder was auch immer das ist. Das ist die Hackfleischsoße hier aus dem Thermomix ebenfalls. Na, zu groß ist die nicht. Das Ganze wird jetzt noch ein paar Minuten gekocht. Ich habe schon mal eine Auflaufform bereitgestellt. Wir lassen das Ganze jetzt so ein bisschen vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit machen wir die Bechamelsoße im ausgespülten Topf. 100 Gramm Butter. So circa 2,5 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 schmelzen. In unsere geschmolzene Butter geben wir jetzt nochmal 100 Gramm Weizenmehl. Und das Ganze wird jetzt 3 Minuten auf 100 Grad Stufe 1 angeschwitzt. In der Zwischenzeit können wir schon mal den Ofen vorheizen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Wichtig ist, dass unten auf jeden Fall eine Schicht Hackfleisch ist. Weil wenn ihr die Platten unten hinlegt, dann backen die an. Die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, das ist doch selbstverständlich. Aber es gibt Leute, die das nicht wissen. Wie ich zum Beispiel. Deswegen habe ich es mir vorher extra sagen lassen. Dann kommt quasi eine Lage von diesen Platten oben drauf. Dann kommt wieder eine Schicht Hackfleisch oben drüber. Dann wieder eine Schicht Lasagne und so weiter und so fort. Also Platten, ja. Und so weiter und so fort, bis all ist. Der nächste Schritt für unsere Bechamelsoße. Ein ganzer Liter Milch kommt jetzt in den Kessel. Und ein Teelöffel Salz etwa. Ein bisschen Pfeffer natürlich darf nicht fehlen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch ein bisschen Muskat dazu machen. Ich mache das auf jeden Fall. Und das Ganze wird jetzt 9 Minuten mit 90 Grad auf Stufe 1 erwärmt. Damit ist unsere Bechamelsoße soweit fertig. Ich habe jetzt gerade noch mal ins Rezept geschaut. Gott sei Dank. Denn normalerweise würde ich, oder so wurde es mir gesagt, macht man nicht oben nochmal eine Plattenrunde irgendwie. Aber in dem Rezept steht, dass jetzt oben nochmal Platten drauf kommen. Also werde ich das auch tun, ja, so wie es im Rezept steht. Wir waren uns da jetzt gerade in der Redaktion etwas uneinig. Aber ich habe gesagt, ich mache das so, wie es in unserem Kochbuch steht. Denn auf diese Platten kommt jetzt die Bechamelsoße und dann natürlich der Käse obendrauf. Ich bin mal gespannt, ob die Auflaufform das alles aushält. Eine kleinere habe ich nicht. Das war vielleicht einfach zu viel Hackfleisch. Ich weiß es nicht. Sehen wir dann. Tja, da bleibt jetzt noch ein bisschen was drin. Also, entweder müsst ihr eine größere Auflaufform nehmen. Das ist leider die größte, die wir hier im Wunderkessel haben. Oder ihr nehmt weniger Hackfleisch. Eins von beiden. Könnt ihr stopfen, aber gut, der Käse muss ja auch noch drauf. Das ist ja, wobei der läuft nicht aus. Das wird jetzt eine Challenge, das gleich hier in den Ofen zu bekommen, ohne zu schlabbern. Tja, das ist jetzt mal so eine Geschichte, wenn man sich genau ans Rezept hält. Also, Tipp von mir, 750 Gramm Hackfleisch hätten auch gereicht. Ich stelle es mal in den Backofen, aber dafür mache ich die Kamera aus. 30 Minuten, 200 Grad. Bis gleich.
Unsere Lasagne ist fertig. 30 Minuten war die jetzt im Backofen und das Ergebnis, das schauen wir uns jetzt mal an. Und ganz ehrlich, ich finde, das sieht schon mal richtig gut aus und es riecht auch gut. Ich mache mir da jetzt ein Portionchen auf dem Teller zum Probieren und dann sage ich euch auch, wie es schmeckt. So, das sieht wirklich sehr, sehr lecker aus. Ich bin sehr gespannt, ob es an die Lasagne meiner Schwiegermutter herankommt. Ich probiere jetzt auch nur ein ganz kleines Stück, den Rest lasse ich so in der Auflaufform und werde das genauso heute Abend zu Hause servieren. Also, ich muss sagen, Lasagne Bella Barbara kommt nicht ganz an die Lasagne meiner Schwiegermutter an, aber es ist schon mal sehr, sehr lecker, muss ich sagen. War ja auch nicht wirklich viel Arbeit im Thermomix, vielleicht das nächste Mal ein bisschen weniger Hackfleisch. Ich finde es richtig gut. Schnelles, einfaches Lasagnegericht solltet ihr auf jeden Fall mal zu Hause ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, wie man die Lasagne machen kann. Vielleicht ohne Fleisch geht ja auch. Ich glaube, eine Gemüselasagne kann man ja auch sehr gut machen. Und vielleicht machen wir auch mal eine Gemüselasagne hier im Wunderkessel. Wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten Videos kommen, hier unten ist so eine Glocke. Da drückt ihr am besten drauf, da abonniert ihr den Kanal. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich sehe euch beim nächsten Mal, beziehungsweise ihr mich. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.